Ja, also gestern saß ich im Büro am Computer und habe gedacht, ich würde jetzt gern ein Lied komponieren. Und da kam ganz rapide kam da der Titel daher geflogen. Und dann saß ich am Computer und konnte alles direkt schreiben. Also von der ersten Strophe bis zum letzten Refrain, alles in circa 5 Minuten war das geschrieben. Ich hatte vor allem eine ganz große Angst, die mich sehr, sehr behindert hat. Bin auf dem Weg zu meinem optimalen Beruf, zu meiner Berufung. Und genau diese Angst hat mich gestoppt und ich bin da nicht weitergekommen. Und dadurch, dass ich erfahren habe, gespürt habe, was für eine Kraft in dieser Angst steckt und wie es ist, wenn ich diese Angst transformiere, wie ich zu meiner inneren Kraft komme und zu meinen Talenten komme und zu meinem wirklich wahren Sein und dies einfach mit einer riesigen Leichtigkeit nutzen kann in meinem Beruf. Das ist eine unglaublich wertvolle Erfahrung. Mein Highlight war folgendes, dass ich eigentlich erkannt habe oder gesehen habe, wie sich mein Berufsfeld verändern wird. Ich habe bereits gesehen, dass ich, wenn ich dann auch den Mut habe, was ich gehabt habe, aber dass ich dann als Theologin freischaffend arbeiten werde, meine Angebote selbst gestalten werde und auch die Menschen zu mir kommen. Habe dadurch ganz klar gesehen, ja, welche Perspektiven sich da neu eröffnen für mich, was ich vorher nicht gedacht habe, weil ich eigentlich in einem ganz klar umrissenen Feld arbeitete. Und das war ein Highlight. In dem Sinne kann ich heute sagen, wirklich ein Highlight, weil ich heute sehe, nach 3 Jahren, das hat sich absolut alles verwirklicht, was ich damals schon durch die Technik habe erkannt. Ich habe über die Technik mit Kurt Kech ein Musical geschrieben, über 3 Jahre hinweg, und bin jetzt dran, eigene Lieder zu schreiben. Aber was mir ganz viel, viel Freude gemacht hat und eine große Bestätigung ist, ein altes Talent, was ich immer schon hatte, was ich auch schon viel genutzt habe, aber erst diesen Zugang dazu gekriegt habe, jetzt bewusst zu machen, das ist das Feldlesen und diese Bestätigung auch zu bekommen, dass das wirklich, wie das funktioniert und wie gut ich das kann und ich das auch nutzen kann später für den Beruf und überhaupt in meinem ganzen Leben. Das ist was, was mir sehr viel Freude macht. Und habe mich aktiv gesehen, wo ich viele Menschen um mich hatte, wo ich Zeremonien machte, wo ich andere Menschen beraten habe, wo ich Seminare machte. All das habe ich einfach als Bild gesehen. Für mich in dem Sinne, was war jetzt der ausschlaggebende Punkt, dass ich an die auch geglaubt habe, sage ich mal, war eigentlich, ich habe das nicht gesehen, das Bild, und dann gedacht, naja, schön, irgendeine Vision, sondern das Wesentliche bei der Technik ist, dass ich das auch gefühlt habe. Also es war nicht nur das Bild, sondern ich habe das gefühlt, ich habe gemerkt, die Freude nach dem Seminar, wie das war, dass die Leute zufrieden waren oder wie ich die Sache auf den Punkt bringen konnte. Und das war eigentlich dann auch der Motor im Weiteren, dann überhaupt die Kraft zu haben, irgendwas umzusetzen. Also zum Teil hatten wir Absichten, zu welcher Szene ein Lied gehören sollte, oder haben einfach mal gefragt, zeig mir das nächste Lied. Und also ich hatte einmal ein Erlebnis, da habe ich wirklich die Musik deutlich gehört. Ich wusste, der Text, also der Titel heißt Manchmal, und da kam die Melodie und der Text einfach so rein. Ich kann nur den Tipp geben, also wenn Sie das Seminar sehen, wenn Sie davon hören und wenn Sie jetzt auch meinen Worten einigermaßen glauben, was Sie wirklich dürfen, dass Sie so ein Seminar besuchen, weil das verändert Ihr Leben.